Heimatland-Festival. Habt ihr Bock? Das ist eine Scheißfrage, mach mal kurz, aber kurz. Sie hätten die Gravitationswellen entdeckt. Dabei hab ich nur ohne zu pegeln in das Mikrofon reingelegt. Scheiß auf Authentizität, ich will einfach nur. Okay, nochmal alle laut. Scheiß auf Authentizität, ich will einfach nur. Den Armen ist noch fehlen. Hallo Leute, wer von euch ist heute wegen Hip-Hop hier? Okay. Das nächste Lied ist kein Lied, sondern ein Freestyle. Ich bräuchte bitte eure Unterstützung. Ihr gebt mir Gegenstände, über diese Gegenstände werde ich dann rappen. Als wäre es nichts für mich. Warum? Es ist nichts für mich. Gib mir mal ein Oh yeah! Oh yeah! Ein Oh yeah! Oh yeah! Ein Hell yeah! Hell yeah! Ein Hell yeah! Hell yeah! Ein Oh laddy laddy, oh laddy laddy yeah! Oh laddy laddy, oh laddy laddy yeah! Ein Oh laddy laddy, oh laddy laddy yeah! Oh laddy laddy, oh laddy laddy yeah! Fat Tony ist back, nicht der beste Rapper der Welt, aber immer noch besser als der Rest. Ich beschäftige mich jetzt meistens damit, sehr viel Geld zu zählen. Und wenn nicht, dann bin ich abgelenkt von ersten Weltproblemen. Ich gucke traurig auf mein iPad, denn ich bin die Peter Parker vor dem Spinnenbiss. Ich habe kein Netz und schon abgefuckt, dass mein Display schon Kratzer hat. Parallel dazu wird das Mittelmeer zum Massengrab. Ernst beiseite, ich schalte Rap am Mittwoch ein. Hip-Hop ist voll toller Rap, man darf jetzt auch rassistisch sein. Richtig geil. Früher dachte ich, Rap muss politisch sein. Seitdem ich weiß, dass alle Rapper dumm sind, denke ich das nicht mehr. Nein, ich sitze in meiner A-Klasse, hole meine Kohle aus dem Schlitz von dieser Sparkasse. Montags gehe ich arbeiten, nicht auf eine Mahnwache. Ken Jensen kann reden, was er will, aber es gibt nur eine Tatsache. Mein Penis ist wie eine Tatwaffe. Ein Mordsteil. Ey, du hast schon Oh shit gesagt, bevor die Pointe kam. Oh! Oh shit! Okay, jetzt die Strafe nochmal. Mein Penis ist wie eine Tatwaffe, ein Mordsteil. Ein Eher ist eher wie Wilhelmshöhe. Ein Ortsteil. Guck mich an, cool zu sein ist von Vorteil. Bald mach ich nichts mehr, doch fordere Lorbeeren ein Torchzeil. Ich bin wie die Blues Brothers, unfassbar cool, aber trotzdem nicht auf dem Juice-Cover. Die Pressefreiheit braucht anscheinend Grenzen. Ich will einen guten Diktator, solange er mein Fan ist. Ich schlag auf dich ein, bis mein Unterkiefer schmerzt. Denn ich bin nicht sehr bewandert wie ein unbeliebter Berg. Aber Muskeln hab ich mehr als Vin Diesel. Nach diesen Worlds verzichten Savage und Kollega beide auf den King-Titel. Lassen Sie mich Künstler, ich bin durch. 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 Das wäre der Refrain. Und wenn ich sage, und jetzt alle, müsst ihr alle mitmachen. Wenn ihr es nicht macht, höre ich eine halbe Stunde lang nicht auf, den Song zu spielen. Wir haben noch eine halbe Stunde. Und ich sehe sehr viele von euch. Und jetzt alle. Lassen Sie mich Künstler, ich bin durch. Und du auch. Lassen Sie mich. Sehr gut. Lassen Sie mich. Und jetzt alle laut! Lass die Künstler, ich bin durch! 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 Das Lied, was jetzt kommt, geht nur 2 Minuten oder so. Es wäre sehr schön, wenn ihr komplett euch benehmt wie ganz krasse Vollidioten. Körperlich, vom Gesichtsausdruck und auch von den Gedanken. Jetzt. Stehe an der Bar, Gin Ginger, England Glass, Mädchen im Arm. Hey, wenn es gerade okay, würde ich sagen, ich hatte schon mal weniger Spaß. Da kommt so Peter Arme, definitiv so Dinger in seinem Haar. Nicht seine Karte, dem Unterdief auf den Tresen der Bar. Nehme mein Glas, ich sehe seine Daten, nicht seine Namen. Der Peter heißt wohl Eberhard
und ist Major-Label A&R. Er kommt näher ran, redet mich an, meint er kennt meine Mucke, sei Fan meiner Mucke und sehe Potenzial bei einem größeren Markt, erzählt er gewahrt vom Ding in der Hand, Pläne gemacht für die nächsten Stars. Die richtige Mitte legt in einem den Weg in die Charts. Und ich greife in meine Hosentasche rein, denn da drin muss irgendwo ein Stückchen Schokolade sein. Ich sage, kann ich reden, yes. Aber mich nicht zu, Mensch, kann ich reden, yes. Ich hab von Buch, ich hab mich nicht voll, verdammt, ich esse hier. Ist ja besser, wenn du das jetzt respektierst. Ja, du darfst auch gerne mal von meinem Rest probieren. Da war mich nicht voll, verdammt, ich esse hier. Geh durch den Park, sonniger Tag, bin gut mit dem Star. Leben ist gerade okay, will ich sagen. Ich hätte schon mal weniger Spaß. Da kommt irgend so ein Erich an. Aluhut, Palituch. Wer kommt näher ran, redet mich an. Chemtrails, Alessandri, Shadow, Obama und Ebola. Die Lüge der Medien und Wikipedia. Mächtige Familien, Reptiloiden, World Trade Center. Doch das sind zufällig eben genau die Themata, über die ich einfach nicht mehr reden mag. Und ich greife in meinen guten Beutel rein, denn am Team muss irgendwo noch eine Trunkerkarte sein. Ich sage, kann ich? Was? Was? Laber mich nicht zu, Bitch, kann ich? Siehst du doch, ich hab zu tun, Bitch, wow. Aber mich nicht voll, verdammt, ich esse hier. Es wär besser, wenn du das jetzt respektierst. Ja, du darfst auch gerne mal vor meinem Rest probieren. Aber mich nicht voll, verdammt, ich esse hier. Ich kann keinen von den Vollidioten leiden, weil die alle ihre Rolle übertreiben. Doch meine Mama, mein Mann soll er sich nicht streiten. Und das Essen mit vollem Mund vermeiden. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Sie denken, sie hätten die Gravitation freigerückt. Sie denken, sie hätten die Gravitation schon entdeckt. Sie denken, sie hätten die Gravitation schon entdeckt. Dabei hab ich nur ohne zu pegeln in das Mikrofon reingebracht. Jetzt auch die Pommes sind cool. Ihr seid wack und erfolgreich wie deutsche Comedy-Dudes. Ich bin ein Teil einer seltenen Spezies. Von der Lyrik kriegt das Ego. Trotzdem mega dicker Penis ist noch größer als der Penis ist. Der Squash steigt aus dem Bett und dreht mich auf. Er dreht mich auf. So hässlich wie ihr rappt, seht ihr auch aus. Guck, ich bleib cool und schnupfe miese Muscheln, während du sie siehst, wie sie sich unterwerfen der Diktatur ihrer Zielgruppe. Denn ihre einzige Alternative ist Pack aus Lieder. Ja, ich war Hauptschüler früher, aber dann wurde ich Stadtschauspieler. Und ihr habt nichts gelernt oder wenn dann was Erbärmliches. Ich sitze im Zug zum Gig und lerne Text. Punkt und Pech, Dexter und Fettoni, Homie, wir sind Hype und Sie denken, sie hätten die Gravitation schon entdeckt. Sie denken, sie hätten die Gravitation schon entdeckt. Sie denken, sie hätten die Gravitation schon entdeckt. Dabei hab ich nur ohne zu pinkeln in das Mikrofon reingeflappt. Sheesh! Sie denken, sie hätten die Gravitation schon entdeckt. Okay, zurück. Sie denken, sie hätten die Gravitation schon entdeckt. Das nächste Lied ist voll, wäre voll schön, wenn ihr euch nochmal bewegt und wir springen dann zusammen. Es ist sehr diskriminierend vom Text her. Es wäre sehr schön, wenn ihr nicht zuhört oder mitschreibt. Das Lied klingt so. Du bist ja Basteln. Du magst Nickelback und unheilig magst du auch. Ich halte dich für einen Spasten. Ey, du hast deinen Kopf rasiert und dein Schweibel tätowiert. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast ernsthaft die Frankfurter Allgemeine abonniert. Ich halte dich für einen Spasten. Du verzichtest nicht mein Bund und wirst zu einem Soldaten. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast volle Mitgliedschaft bei dem Kreis. Jetzt springen wir einfach nur. Was das sind für Vorurteile? Ich habe keine Vorurteile. Nur Araber haben Vorurteile. Was das sind für Vorurteile? Ich habe keine Vorurteile. Nur Amerikaner haben. Du trägst Kornlose
bist weiß wie ein Tod. Ich halte dich für ein Idiot. Du feierst Junggesellenabschied verkleidet als Kondom. Folge aller Aktion. Du fährst einen fetten Jeep in der Stadt. Ich halte dich für einen Spack. Du bist Mitglied in der jungen Union. Ich halte dich für einen Hurensohn. Du schaust aus dem Fenster raus, regst dich über Kinder auf. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast 20 Flaschen drin und bist schon morgens himmelblau. Bei Löwenbräu wärst du ein Kasten. Hey, du beginnst deine Sätze gerne mit ich bin kein Rassist, aber ich halte dich für ein Rassisten. Du bist ein aggressiver Spaß und hast daraus einen Job gemacht. Ich halte dich für einen Polizisten. Springen. Was das sind nur Vorurteile? Ich habe keine Vorurteile. Du Japaner habe Vorurteile. Was das sind nur? Wir haben keine. Nur Asiaten haben. Okay. Dann mach doch mal schnell an, nimm mal an, beeil dich. Okay, jetzt machen wir folgendes. Ihr kennt das von jeder zweiten Band. Wir gehen alle zusammen in die Knie. Hab ich jede zweite Band gesagt? Ich meine natürlich jede Band. Wie schnell ihr auch seid, ihr hinterfragt gar nichts mehr, wow. Alle in die Knie, alle in die Knie. Okay, alle runter, runter in die Knie. Ja, du musst leider auf, tut mir leid. Okay, alle coolen Menschen sind in die Knie. Sorry. Okay, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, gleich wenn der Refrain kommt, ja? Gleich wenn der Refrain kommt, wisst ihr, was wir machen werden, ja? Okay? Ich glaube, es ist gleich soweit. Ihr merkt dann schon dann. Ihr merkt schon dann, ja? Okay. Und zwar zähle ich jetzt ein, ja? 1, 2, 3, 4! Ja, nee, wir haben euch verarscht, wir machen gar nichts. Sorry.